Drei Punkte aus der vergangenen Freitagsansprache von Hazrat Khalifatul Masih V. Möge Allah sein Helfer sein. Thema: Hazrat Abu Bakr Sadiq Raziallahu Anhu. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte: Aufgrund der schweren Verfolgung in Mekka, die die Muslime durchliefen, musste der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gezwungenermaßen flüchten. Bei der Flucht nach Medina war es Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitete. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu war ein so enger Vertrauter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihn in dieser schweren Zeit der Verfolgung und Auswanderung stets begleitete und unterstützte. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, erzählte: Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam an der Kaaba vorbeiging, schaute er auf Mekka zurück und er wandte sich an seine Stadt und sagte: Bei Gott, Mekka, du bist das Liebste von mir und von Gottes Land. Du bist Gott das Liebste. Hätten mich deine Einwohner nicht gezwungen zu gehen, wäre ich nie gegangen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hegte eine besondere Liebe zu seiner Heimatstadt Mekka. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte: Als Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen hatten, haben die Mekkaner das bemerkt und wollten ihn verfolgen. Hierfür heuerten sie einen Fährtenleser an, der die beiden bis hin zur Höhle Thor verfolgte, in der die beiden sich verborgen hielten. Die Angreifer standen außerhalb der Höhle und Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sagte, dass er ihre Füße sehen konnte. Hätten sie in die Höhle geschaut, hätten sie sie gefunden. Er sorgte sich um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, doch er sagte: Sorge dich nicht, Allah ist mit uns. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu in dieser augenscheinlich kritischen Situation, dass er keine Angst haben sollte. Denn Allah ist stets mit ihm und wird ihnen helfen, welches dann auch alhamdulillah geschah.